Die Firma Avast, das ist eine Firma, die unter anderem spezialisiert ist, Antivirensoftware herzustellen, hat vor 2 Jahren 20 gebrauchte Smartphones bei eBay gekauft. Jedes dieser Smartphones wurde natürlich vom Vorbesitzer auf den Werkszustand zurückgesetzt. Trotzdem hat es die Firma geschafft, über 40.000 Bilder wiederherzustellen und davon sogar 1.000 Nacktfotos. Damit euch so etwas nicht passiert und eure Genitalfotos auch hundertprozentig gelöscht werden, zeigen wir euch jetzt, wie man Daten richtig löscht. Das Wichtigste zuerst, damit es wirklich jeder versteht, das Handy auf den Werkszustand zurückzusetzen, reicht nicht wirklich. Nicht reicht nicht, nicht, nicht. Nicht aus. Wenn ihr nur das macht, können eure Daten mit recht kleinem Aufwand wiederhergestellt werden. Wir möchten nicht zu tief in die Materie gehen, sondern euch einfach zeigen, wie ihr auf euren Smartphone sicher die Daten löscht, dass kein 13-jähriger Hacker es schafft, eure Nacktbilder, die ja jeder von uns regelmäßig schießt, wieder anschauen zu können. Erstmal verschlüsselt ihr eure Daten. Dazu geht ihr unter Einstellungen, Sicherheit und wählt unter Displaysperre Passwort aus. Wählt ein sehr langes und sicheres Passwort. Je mehr unterschiedliche Zeichen, desto besser. Wenn ihr damit fertig seid, geht ihr wieder bei den Einstellungen auf Sicherheit und klickt auf Telefon verschlüsseln. Weil der Verschlüsselungsvorgang eine Weile dauert, könnt ihr in der Zwischenzeit ein paar schöne Bilder malen. Sobald das erledigt ist, setzt ihr euer Smartphone zurück. Und zwar unter Einstellungen, Sichern und Zurücksetzen, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Das dauert nur wenige Minuten. Eure Wachsmalstifte könnt ihr also liegen lassen. Jetzt kommt der Schritt, für den euch die NSA hassen wird. Simpel, aber effektiv. Ihr startet die Kamera-App und nehmt ein Video von einer schwarzen Fläche auf. Und zwar so lange, bis der Gerätespeicher randvoll ist. Entscheidend ist, dass ihr das Smartphone wirklich absolut vollpackt. Zum Schluss setzt ihr euer Handy dann nochmal zurück. Fertig. Und zack, jetzt könnt ihr euer Smartphone an die NSA verkaufen. Das war's von uns. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, wie immer in die Kommentare. Wie immer bedanken wir uns auch, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.